Ja, wenn ich mich richtig dran erinnere, war es damals so gewesen, dass hier einfach nur ein langer Tunnelgang war, wo man dann rechts und links in einzelne Räume abbiegen konnte. Und jetzt ist das ja hier richtig mit Treppen und richtigem Vorgebiet für die Burg. Finde ich auch ganz cool gemacht. Okay, die Kürbisse passen jetzt nicht wirklich. Die Kürbisse stehen hier normalerweise auch nicht rum, aber es ist ja im Moment die Schlotternächte. An dem Moment. Jetzt sind wir hier im langen Gang. Ja, keine Ahnung. Hat sich auf jeden Fall viel getan in den 3 Jahren, wo ich nicht gespielt habe. Und hier haben wir dann den König Würjan Würm. Ach, guck mal einer an. Hier waren vorher die Anmeldeplattformen für die BGs, also für die Schlachtfelder. Jetzt sind da Türen, wo man anscheinend wohl nicht mehr durchkommt. Also hat sich da auch was getan. Und der König Würm sieht auch anders aus. Der hat irgendwie, das sieht schon fast aus, als ob der eine Todesritterrüstung anhat von damals. Na gut, quatschen ihn mal an und berichten ihm von unseren Entdeckungen. So, Aufstieg der Bruderschaft. Ich werde sofort eine Bataillon nach Westfall entsenden. Nun, da die Bruderschaft der Defias neu gegründet worden ist, ist eine alte Bedrohung für das Königreich wieder auferstanden. Oh, wir kriegen neue Waffen. Sehr geil. Sogar eine blaue mal. Das freut mich. Und ich würde doch, wir nehmen auf jeden Fall den Stab. Weil der hat alles verbessert. Ausdauer ist verbessert. Jetzt müssen wir nur mal eben gucken. Intelligenz hat er genauso viel wie unser alter Stab, aber auf mehr Ausdauer und mehr Schaden pro Sekunde. Gut, nehmen wir. Dankeschön. Den rüsten wir uns auch sofort aus. Wo haben wir denn? Da. Müssten dann, ja, der sieht jetzt auch etwas anders aus. Es ist zwar auch noch nicht so stylisch. Die stylischen Sachen, die kommen alle erst eigentlich ab Burning Crusade. Da wurde es dann von der Optik her auch alles etwas besser. Zur Speerkuppel. Die Bruderschaft der Defias sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Was ihr da gesehen habt, war die Geburtsstunde einer skrupellosen Verbrecherorganisation, die vor nichts Halt machen wird, bevor Sturmwind nicht in Schutt und Asche liegt. Ich möchte, dass ihr zur Speerkuppel zurückkehrt und Grüan wissen lasst, dass ich ihm Truppen schicke. Ich hoffe, es ist noch nicht zu spät. Wenn er das jetzt schon so sagt, dann glaube ich schon mal, dass es zu spät ist. Aber bevor wir zur Speerkuppel gehen, möchte ich erst einmal was bekannt geben. Und zwar, wer hätte es gedacht, wir haben 4 Unterschriften zusammen für unsere Community-Gilde. Bashley ist der 4., der unterschrieben hat. Da habe ich gerade zwischen den Parts nochmal hier in Sturmwind im Handelschat nachgefragt, ob nicht sich jemand erbarmen könnte, die letzte Unterschrift zu geben. Und schwupps, da hat sich einer gemeldet. Wir haben die Unterschrift zusammen. Wir gehen uns jetzt eben mal einen Wappenrock basteln. Und wenn wir uns den gebastelt haben, zeige ich euch mal die Gildenbank. Ich hoffe, das ist noch alles an der Stelle, wo es damals war. Nicht, dass ich die Gildenbank verzweifelt suchen muss und auch die normale Bank. Und dann erstellen wir uns erstmal eine Gilde. Und ab diesem Zeitpunkt könnt ihr dann auch mich anschreiben. Ingame oder ihr schickt mir Ingame Post. Meinen Spielernamen habt ihr ja. Einfach an Crazy Bane eine Nachricht schicken. Ihr möchtet gerne in die Gilde. Müsst dann natürlich auch zu dem Zeitpunkt online sein. Oder ihr schickt direkt an die Gilde Crazy Angels. So habe ich unsere Gilde nämlich genannt. Schickt direkt dahin eine Bewerbung. Ihr braucht kein wirkliches Anschreiben oder so. Oh, warte. Dark Master flüstert. Dark Master hat Schlachtzug Browser Tok der Blutrünstige besiegt. Wieso flüstert er mir das? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wie gesagt, ihr schreibt dann einfach eine Bewerbung an die... Wo sind wir denn hier? An die Gilde Crazy Angels. Braucht kein großartiges Anschreiben. Sagt einfach hier, ich gehöre zur Community. Ich bin der und möchte gerne in die Gilde. Und dann werde ich euch auch definitiv aufnehmen. Also da, es spielt alles gar keine Rolle und ich bin hier schon wieder falsch. Ich wollte ja noch gar nicht zur Bank. Ich wollte erstmal den Wappenrock gründen. Wappenrock gründen, sage ich schon. Den Wappenrock erstellen. Dann müssen wir noch die 4 Leute, die unterschrieben haben, rausschmeißen, weil ich möchte ja, wie gesagt, nur unsere Community dabei haben. Wo haben wir denn? Den Gildenmeister. Wie gründe ich eine Gilde? Eine Gildensatzung erwerben, eine Gildensatzung registrieren. So, herzlichen Glückwunsch, ihr seid ein Gründungsmitglied
Mitglied von Crazy Angels. Haben wir denn jetzt unsere Gilde? Jetzt müssen wir mal eben gucken. Das Erfolge. Gilde. Oh, tatsächlich. Nächster Bonus. Okay, jetzt muss ich erstmal gucken, wie das hier alles funktioniert. Das sind also unsere Leute. Die können, kann ich doch bestimmt ignorieren, zu Gildenmeister ernennen, abbrechen. Wie schmeiße ich denn die nochmal raus aus der Gilde? Das weiß ich gar nicht. Ach da, okay. Einfach anwählen und dann entfernen. Ja, möchte ich entfernen. Den möchte ich auch entfernen. Den möchte ich natürlich auch entfernen. Und den letzten möchte ich auch entfernen. So, jetzt sind wir alleiniges Gildenmitglied. Basteln uns eben unseren Wappenrock. Kostet 10 Gold, dann hätten wir noch 6 Gold. Okay, das ist auf jeden Fall drin. Und dann würde ich mal sagen, das muss natürlich auch zu unserem Namen passen. Ich suche mal ein passendes Emblem für uns raus. Alte Kellerassel, ne, möchte ich nicht. Die Teddybären möchte ich auch nicht. Die Karten, ich hatte vorhin schon mal eins gefunden, aber hier gibt es ja mittlerweile so viele Bildchen, die man haben kann, dass ich das, was ich eigentlich haben will, nicht mehr richtig finde. Das ist ein Totenkopf, eine Fackel. Das ist ein Auge. Wo haben wir es denn? Ich hatte doch vorhin so schöne Engelsflügel. Weil das passt doch zu Crazy Angels. Ach Mensch. Blitze möchte ich nicht. Den Teaser möchte ich auch nicht. Den Gartenzwerg sowieso nicht. Sonst hätte ich mich ja gleich die Gartenzwerge nennen können. Oder uns die Gartenzwerge nennen können. Eine Schriftrolle, ein Häschen. Die Honeybunnies. Ja. Die Pilzbefallenen wäre auch noch drin gewesen. Ach scheiße, wie scheiße. Das schaut eigentlich zeittechnisch aus. Okay, wir sind gerade mal bei 7 Minuten. Das geht also noch. Oh, ist das krank, ey. Oh, da war gerade ein Emblem, das sah aus wie der Punisher. Moment. Das sieht ein wenig aus wie, wie ein Engel. Aber ich glaube, hier müsste auch gleich der kommen, den ich meine. Die Flügel. Genau, da ist die Kerze. Die hatte ich vorhin schon mal gesehen. Da sind sie. Die finde ich ganz geil. Symbolfarbe soll... Boah, das erkennt man so schlecht. Ich finde das voll ätzend, dass man das so schlecht erkennt. Moment, wir können auch hier von hinten gucken. Ich hätte da gerne ein weißes Symbol. Das ist blau. Wo ist denn das scheiß weiße Symbol? Da haben wir es doch. Den Rand möchte ich auch noch anders haben. Obwohl, Moment, ich glaube, der Rand, das war der, den ich haben wollte, ja. Randfarbe wollte ich auf jeden Fall in Orange. Hallo, änderst du dich auch nochmal? Randfarbe? Hallo? Na, da tut sich ja gerade so ordentlich was. Hallo? Ah, was war das jetzt? Ne, der war es nicht. In Weiß. Muss nicht. Blau. Ach man, ich hatte doch vorhin ein schönes Orange gehabt. Da, das Orange gefällt mir gut. Und den Hintergrund möchte ich in... Weiß ich gar nicht. Nehmen wir Schwarz. Schwarz sieht, glaube ich, gut aus mit weißem Vordergrund. Ne, Gelb möchte ich gar nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Hallo? I. So, dunkelgrün. Jetzt tut sich gerade wieder nichts. Irgendwie ist der Server gerade etwas laggy oder langsam. Und grün sieht auch hässlich aus. Wobei ja grün eigentlich die Farbe der Hoffnung ist. Hellblau ist auch nicht so unbedingt meins. Wobei dunkelblau würde auch gehen. Ist das jetzt schwarz? Ich bin mir da gar nicht so sicher. Rosa. Da ist wieder rot. Da sind wir wieder bei... Da ist schwarz. Da war schwarz. Ich habe es genau gesehen. So, nehmen wir den an. Zahlen dafür 10 Gold.
Jeder braucht. Oh, gab sogar einen Erfolg. Cool. Ist ja interessant. Gucke ich mal eben, was das überhaupt ist. Ne, Erkunde Westphal ist das doch nicht. Wo ist denn das? Weltereignisse? Mondfest ist das auch nicht. Entdecke Westphal. Verstehe ich jetzt nicht. Wir haben noch gerade einen Erfolg gekriegt. Quests? Allgemein? Oder war es eine Heldentat? Ne, eine Heldentat war das auch nicht. Na gut, irgendwie irgendwas passt da gerade nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt eine Gilde. Jetzt zeige ich euch mal, wie das aussieht in der Bank. Machen wir uns mal wieder schnell. Tut mir leid, dass die Folge jetzt nur Gequatsche ist und Rumgereite in Sturmwind, aber das wollte ich halt auch mal alles mal gezeigt haben mit der Gilde. Und wir gucken mal eben. So, das ist jetzt unser normales Bankfach. Das können wir ja auch theoretisch hier schon mal wieder alles reinstecken. Die Staub und so können wir auch alles für Verzauberkunst reinpacken. Haben wir sonst noch irgendwas? Nö, ich glaube, alles andere können wir so lassen. Das Fleisch nehme ich nochmal raus zum Verkaufen. Gut, das ist jetzt auf jeden Fall die Bank. Und jetzt muss ich nur mal gucken. Ist das auch ein Bankier? Das ist auch ein Bankier. Wo kommt man denn zur Gildenbank? Ist das hier drin oder was? Ach da, Gildentresor. Coole Sache. Dieses Gildenbankfach erwerben. 0 von 6 Fächern gekauft. Okay, ja. Wir haben noch kein Gildenbankfach, weil dafür brauche ich erst 100 Gold. Gut, das ist auf jeden Fall das nächste Ziel, was ich dann mal angehen werde, 100 Gold zusammenzusammeln. Auf jeden Fall, da hätten wir dann das erste Gildenbankfach und können dann auch alles draufpacken, was wir gerade nichts mehr brauchen. So, jetzt gehen wir nochmal hier kurz rein. Moment, da kurz rein. Da können wir nämlich auch wieder verkaufen, wenn ich das richtig sehe. Genau, bei dieser holden Maid. Da verkaufen wir mal das. Die Rezepte hätte ich noch auf die Bank packen können. Das können wir auch noch gleich machen. Das Haustierzeug kann alles weg. Oh, da haben wir auch noch eine Essenz. Oh, was ist das denn für eine Essenz? Geringe Astralessenz. Das ist auf jeden Fall was anderes wie das, was wir vorhin reingepackt haben. Das Leckerli hat keinen Verkaufspreis, dann schmeiße ich das weg. Ich fütter meine Haustiere nicht. Brauchen wir nicht. Gürtel weg, das weg. Ich glaube, hier diese Schriftrollen können wir auch mal wegpacken. Heiltränke sowieso, Essenszeugs auch. Und das sind die Sachen, die wir entzaubern können. So, dann entzaubern wir das mal eben. Den Gürtel auch, den braucht man ja nicht. Die Handschuhe braucht man auch nicht und die Hosen auch nicht. Machen wir heute halt mal eine Folge, wo wir halt nur ein bisschen unsere Berufe machen und halt die Gilde erkunden. Was sich ja jetzt auch erstmal wieder erledigt hat, nachdem das Gildenbankfach nicht da ist. Ich hab ja gedacht, das Gildenbankfach wäre automatisch da, zumindest das erste. Aber gut, mir soll es recht sein, dann spare ich eben die 100 Gold, das sollte auch eigentlich relativ schnell, würde ich jetzt nicht sagen, wir haben jetzt nur noch 6 Gold. Aber es sollte nicht allzu viel Zeit in Anspruch nehmen, vor allen Dingen, weil wir dann ja auch nach und nach immer wieder die Haustiermissionen machen, wo wir ordentlich Gegenstände kriegen, wo es Gold für gibt. So, wie schaut es denn nun aus? Noch 5. Noch 4. Noch 3. Der Countdown läuft. Und fertig sind die Ballen. Dann würde ich sagen, packen wir die auch wieder rein. Das rein, das rein, das rein. Die Rezepte auf jeden Fall auch. Ist ja alles was anderes, ne? Ja, ist alles unterschiedliche Rezepte. Und dann haben wir hier unser restliches Zeug. Den Silberbarren packe ich da auch mal rein, genauso wie die Murloc-Schuppen. Und dann sieht es mit unserem Gepäck auch wieder gut aus. So, dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt auf den Weg zurück nach Westphal und geben da mal die Quest. Aber ich bin mal gespannt, ob da jetzt noch viel nachkommt, nachdem wir mit dem König Würm gesprochen haben, oder ob wir im Westphal... Ach, wie geil. Was ein geiles Reittier. Oder ob wir dann durch sind mit Westphal, weil dann wird es weiter für uns nach Loch Modan gehen, wo wir ja jetzt auch noch eine Quest haben, wo wir das hier in Beutel abgeben müssen, also einen Rucksack bei einem Herrn Zwerg.
Allerdings weiß ich den Namen da nicht mehr. Obwohl Sturmlanzes Lieferung oder so hieß das, glaube ich.